gesagt, Fiete. Britta, gerade 18, verguckte sich in einen Hausgast aus der Pfalz und brannte mit dem in den Süden durch. Naja, für uns fängt der tiefe Süden bereits ab Hannover an. Deshalb liegt nach unserer Meinung die deutsche Weinstraße auch am Ende der Welt. Was findest du an den Burschen? Habe ich meine Tochter gefragt. Aber Papi, der Mann, der ist so lustig. Ganz anders als die norddeutschen Jungs. Lustig? Weil das Humor ist uns bis heute fremd geblieben. Warum haben so viele plattdeutsche Männer U-Beine? Hat er seinen Schwiegervater Mech bei der Hochzeit gefragt und mir dabei krachend mir auf die Schenkel gehauen. Und dann hat er gesagt, ich sag's da, weil unwichtig ist in Klammern jetzt wird. Dann hat er sich vor Lachen ausgeschüttet, das Arschloch. Und ich hab's dummer meiner Pfeife gezogen. Als unser Enkel größer wuchse und Gerd die Ferien bei uns verbrachte, haben wir den schlechten Einfluss vom Pfarrer sofort bemerkt. Opa, woran baut man länger? An dem Schneemann vom Weinbauer oder an dem vom Obstbauer? Das wollte Britas Ältester von mir wissen. Jo, mein Kleiner, ich denke, Lüder, das hängt vom Schnee ab. Und wie fleißig man ist, war meine bedächtige Antwort. Ich dachte, die ist klug. Falsch, Opa. Der Obstbauer Schneemann dauert länger. Da muss man zuerst noch den Kopf aushöhlen. Ah! Winter böse Weingeist, den Papa in sein Bein beißt. Dann schaukelt er hin und schaukelt her. Der Papa ist voll, die Brieftasche leer. Und ich dachte, Junge, Junge, Junge. Das Boot wird auch schaukeln. In der Spelunke. In der Spelunke. In der Spelunke, so alte Dunke, live heute Nacht ganz oben back. In der Spelunke. Und die Stimmung ist so traut, weil heute kein
tut die Arbeit. Ich hab's schon gehört, leider. Aber morgen wieder, ja? Von mir aus, kannst du probieren. Wie immer. Das kannst du immer probieren. In der Spelunke, zur alten Unke, da ist heute Nacht Ganovenball. In der Spelunke, zur alten Unke, gibt es das jedes Jahr einmal. Mein Mann kommt abends nicht nach Hause. Und tut es doch, dann ist er immer blau. Warum sperre ich ihn jetzt ein? Der Kerl bleibt jetzt daheim. Warum verstehen sie sich ja gleich? Wohl oder übel werd ich zum Übeltäter und leere alle seine Flaschen aus. Und keine zwei Minuten später hört sie ihn schreien, das ganze Haus. Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Mann! Ohne seinen Wein kann mein Mann nicht sein. Naja, so ein Schlückchen in Ehren kann einem ja niemand verwehren, oder? Ehrlich. Letzte Woche auf der Straße gab's einen Riesenknall. So laut, mir wurde es Angst und Bang. Ein LKW viel zu schnell um die Ecke saust, der stand im Weg. Na klar, mein Mann. Oh, da wäre er jetzt auf der Kreuzung. Was? Ich dachte schon, jetzt ist es um ihn geschehen. Doch als der Notarzt dann an seine Jacke griff, doch sprang auf und konnte wieder gehen. Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gibst du mir den Wein? Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Nur der Rebensaft gibt ihm wieder Kraft. Ich trinke nur zur medizinischen Vorsorge. Ehrlich? Es war dunkel und kalt, mein Mann schwang gerade nach Haus. Da sprang ein Gangster mit einer Knarre aus der Hecke raus und raubt ihn kurzerhand mal aus. Er nahm ihm alles, Schlüssel, Handy, Bargeld ab. Mein Mann, der sagte nicht mal Piep. Doch als der Dieb dann an seine Flasche will, er mit Gebrüll in die vertrieb. Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gib mir den Wein! Rück raus die Flasche! Gibst du mir den Wein? Rück raus die Flasche! Gib den Riesling her, du sonst bereust du's sehr! Ohne Riesling werd ich glatt zum Fiesling! Katze ihn böse aus dem Küchenfenster anschaute, hätte er noch kehrt machen können. Stattdessen klingelte er. Und bald darauf öffnete eine Frau mit Kittelschürze und rosa Gummihandschuhen die Tür. Und die sah genauso aus wie die Katze. Inklusive Schnurrbart. Und hätte die dicke Katze nicht immer noch finster dreinschauend auf der Fensterbank gelegen, Fridolin Business hätte vermuten müssen, dass sich das Tier nur kurz was übergeworfen hatte, um zur Tür zu kommen. Und dann sagte die Frau, wir haben Mittag!
Lottogewinn. Und dann begann die Show. Frau Gipfeldelt sprang von nun an wie eine Concorde-Tänzerin um den Tisch, einen Wein nach dem anderen bringend und bei allen möglichen und unmöglichen Gelegenheiten herzhaft lachend. Das ist unser Riesling, ein richtig kräftiger, nicht so ein dünnes Moseltröpfchen. Der macht alte Knabe wie der Wunderklause mir. Gell, Günther? Beleidigen müssen Sie mich jetzt nicht. Und ich muss sagen, ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Ich darf mich entschuldigen. Er durfte nicht. Aber ich glaube, in dem Weingut ist Unzuchttrieb worden mit Traube. Das grenzt an Vergewaltigung von Rebstück. Wein war ein Geschenk Gottes. Aber Günther und Hertha Gipfeldelt sind wahrscheinlich aus der Kirche Austräter. Was zu viel war, war zu viel. Nein! Wie nein? Einfach nein! Ich will kein Wein mehr! Ich hab das Arschloch von Anfang auch nicht leider kennen. Wein! Rief jetzt Fridolin Business. Das nennen Sie Wein! Eine solche Reihe mit sämtlichen Weinfehlern Wein zu nennen, das ist zu viel des Lobs. Ist eine Plörre, ich das. Eine Plörre, das ist wie fauliges Wasser. Nichts anderes. Raus! Das hier war fraglos das Weingut der Hölle. Und die Herrin des Hauses brachte ein kleines Einmachgläschen und sagte, unser Weingelee aus dem Burgunder. Sie werden den Wein direkt wiedererkennen. Fridolin Business aß schicksalsergeben etwas von dem süßen, galertartigen Etwas, das seine Herkunft aus dem Hause Gipfeldelt nicht verhehlen konnte. Es schmeckte nicht nach Trauben. Es schmeckte nach Hausmacher-Leberwurst. Und er erinnerte sich an ein Lied aus der Pfalz, aus dem Radio, mit dem wunderbaren Refrain. Schatz, stoß doch noch bissl auf. Ich riech die Leberwurst so gern. Bitte lassen Sie mich gehen. Bitte lassen Sie mich weg. Und zwinkerte ihr nun bedeutungsvoll zu. Sie müssen der berühmte Journalist sein, brachte sie hervor. Ach, ich hätte nie gedacht, dass so ein kluger Mann so attraktiv sein kann. Soll ich Ihnen ein bisschen mal unser Flaschenlager zeigen? Da ist es viel gemütlicher für uns zwei. Die Worte gingen ihr etwas schwer über die Lippen. Und ihr Vater wandte sich kopfschüttelnd ab, während Fridolin Business einen neuen Höchststand der Verdutzung erreichte. Wer sowas schreibt. Die Tochter des Hauses schüttelte nun ihre Haare und sah dabei genauso aus wie eine Mischung aus Mutter und Vater. Wie ein Hirtenhund mit Katzenbart. Fridolin Business bekam es mit der Angst zu tun. Ich will kein Flaschenlager sehen. Ich will nie mehr Flaschenlager sehen. Mein Journalist will ja auch nicht mehr sein. So etwas darf mir nie mehr passieren, nie mehr. Da schmiegte sich plötzlich Frau Gipfeldelt wieder an ihn ran. Wann Sie wollen, kann ich Ihnen das Flaschenlager zeigen. Aber eine ehemalige Pfälzer Weinkönigin zu verschmähen, das geht nicht!